Just for fun. Der Christian fährt das erste Mal als Beifahrer überhaupt und dann gleich DM-Lauf, gleich WRC. Und ich bin ein Jahr nicht mehr gefahren. Also wir lassen es ganz langsam angehen und schauen mal, was dabei rauskommt. Werden viel Spaß haben, denke ich. Und hoffentlich den Leuten viel Spaß bereiten. My wishes for this season was to win the Norwegian Championship and also hopefully score some points in the WRC rallies, and we haven't made that so far, so the last wish is to win this rally actually. Ja, weiß ich nicht, ich will immer gern gewinnen, aber das wird schwer, glaube ich. Das, Matthias will natürlich hier schnell sein und Mats Hultberg auch. Und nur meine dritte Rallye dieses Jahr und muss erst ein bisschen gewöhnen, aber wir gehen voll dran beim ersten Meter und mal sehen, wie alles klappt. Ja, natürlich, ich wollte eigentlich gerne letztes Jahr dabei sein, aber so dieses Jahr gehen wir es gut machen. Wir sind mit vielen Autos hier und ja, für mich ist eigentlich ganz speziell. Ich habe mein ganzes Leben nur Asphaltrallyes gefahren, so für mich ist mein erster Schotterrallye so. Und wir haben gestern einen Shakedown gemacht und ich freue mich da auch so. Ganz gut. Ja gut, jetzt fahren wir mal, schauen wir dann mal auf der Loipe bleiben und dann sagen wir schon, was rauszukommen. Wir wollen natürlich vorn bleiben, ist eh klar. Ja gut, sagen wir so, wir werden schon ziemlich zügig fahren müssen, weil ich glaube, die Konkurrenz ist doch sehr groß und wir werden uns bemühen, dass wir vorne mit dabei sind. Möglich ist alles. Also abgerechnet wird irgendwo im Park vom E zum Schluss, sage ich mal. Wir versuchen unser Bestes zu geben. Wir sind voll motiviert, sind gut vorbereitet hier angereist. Einzigster Nachteil, ich habe ziemlich wenig Schotter-Erfahrung. Deswegen denke ich mal, es wird bestimmt 2-3 Prüfungen dauern, bis wir uns hoffentlich in einen guten Rhythmus gefahren haben. Aber ich sage mal, um deutscher Meister zu werden, gehört jetzt schon auch ein bisschen Glück dazu. Denn 11 Punkte sind halt schon viel auf dem Hermann. Ja, ganz einfach. Wir haben mal wieder großes Interesse am Rallye-Sport. Ein bisschen selber ins Lenkrad greifen und bei dieser Veranstaltung, was ja eigentlich auch zu 95% auf Schotter ausgetragen wird, ist es umso schöner, hier daran teilzunehmen. Und da haben wir uns mal durchgerungen, wieder aktiv zu werden.
Yeah, but he lost the power steering on stage 7, I think. So we drove the whole stage without power steering, and that was quite heavy. But except from that, the car has been perfect, so no big problems. Today we was, or this weekend, we were quite clear that we wanted to win, and we have done everything we can do to win, and we succeeded, so we are very happy. Nein, das war ein sehr hartes Wochenende, nur hat sie sehr widerstrebig, das Herz sagt darum. Aber dann so im Endeffekt haben wir jetzt im Ziel. Die letzte Prüfung war noch sehr schwierig, haben wir noch einen Reifenschaden gehabt, aber wir sind im Ziel und das ist schon mal das Beste. Ja gut, sagen wir so, es waren alle sehr hart erkämpft, aber der war natürlich speziell hart umkämpft, weil eigentlich der Sandro und wir ziemlich hart am Limit waren und immer auf Sekunden beieinander waren.